Herzlich willkommen zu einem neuen Shot-Video hier auf meinem Kanal. Heute kommt Season 10 raus, das heißt, ihr könnt gerne in der Videobeschreibung verlinkt den Livestream auschecken. Ich werde Leaks analysieren, Trailer analysieren und ich später euch natürlich auch alle Map-Changes etc. zeigen. Könnt auf jeden Fall gespannt sein, würde mich auf jeden Fall freuen, da vorbeischaut. Bei mir ist immer so. Besondere Livestreams kommen immer auf YouTube und jetzt irgendwie nur Zocken kommt auf Twitch. Das heißt, ihr könnt gerne auch den Twitch-Kanal auschecken. Steht auch in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Itemshop und gucken, was dort heute alles drin ist. Wir haben einen neuen Skin tatsächlich heute nochmal, den Krawallkumpel. Sieht ja eigentlich ganz nett aus. Grüner Skin, passt auf jeden Fall. Dazu auch der Gleiter. Sieht ein bisschen aus wie der Gleiter zum Rette die Welt Exklusiv Skin. Warte. Wo ist der? Der Skin, der sieht eben halt auch ziemlich ähnlich eigentlich aus. Würde dazu also auch ziemlich gut passen. Finde ich, sieht eigentlich ganz nett aus, wobei jetzt natürlich auch ein Standardgleiter ist. Dann haben wir die Patronella, finde ich einen echt coolen Skin. 1200 V-Bucks. Und sieht eigentlich echt ganz cool aus hier unten auch mit dem Tarnlook nochmal unter dem Patronengurt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Dann haben wir den Heli. Ist ein ganz netter Gleiter, allerdings viel zu groß, um damit real zu zocken. Dann haben wir die Lackierung Digitales Grau. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, wobei ich eigentlich immer animierte Lackierung bevorzuge. Deshalb würde ich solche nicht kaufen, wobei die eigentlich schon echt ganz cool aussieht. Dann haben wir dann als nächstes noch die Machete. Finde ich auch immer eine coole Spitzhacke. Hat einen coolen Sound und kostet auch nur 500 V-Bucks. Passt dementsprechend. Aber den Signature Shuffle. Ich hoffe, das Sound passt für euch so. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Oder ob es zu laut ist. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz nice Emote. Ich finde, gefällt mir. Dann haben wir die beschlagene Hacke. Finde ich jetzt nicht ganz so cool. Sieht ein bisschen zu schlicht eigentlich aus. Hätte auch eine grüne Spitzhacke sein können. Hat aber eigentlich einen ganz coolen Sound. Dann haben wir Glitter. War Glitter nicht mal ein epischer Emote? Ich weiß es nicht, aber für einen blauen Emote ist es auf jeden Fall ziemlich gut. Weiß nicht, ob das nur ein Bug ist, dass er blau ist. Bin mir nicht ganz sicher. Haben wir den Eindringling, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ich mag die No-Skin-Variante hier hinter nicht ganz so. Hier den Rodriguez oder wie auch immer man den nennen will. Auf jeden Fall mag ich den persönlich nicht ganz so. Aber Endlosrad ist eigentlich ganz cool. Eigentlich schade, dass das kein Fortbewegungs-Emote ist. Aber sieht eigentlich ganz nett aus. Wobei 500 V-Bucks auch ein bisschen übertrieben dafür sind. Aber die stachelige Streiterin finde ich einen richtig coolen Skin. Auch ein grüner Skin und sieht echt eigentlich ganz cool aus. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Dann schauen wir nochmal schnell in den Rettiweltmodus rein. Dort wird sich wahrscheinlich nichts geändert haben. Es wird sich wahrscheinlich erst in Season 10 dann ändern. Und es sind, glaube ich, auch keine angekündigte. Die kündigen ja alles an. Zudem endet hier auch alles bald. Klammern nachher. Upgrade-Lame heute tatsächlich nochmal. Mit den freien Tickets. Das ist nice. Ich will auch eine Axt. Ja, du hast, worauf es ankommt. Das heißt, heute nochmal ganz schnell die beiden Lamas öffnen. In der Grille Cup bekommt er sogar vielleicht einen mythischen Anführer Überlebenden. Ich habe jetzt einen normalen Überlebenden. Das sieht auch witzig aus, wenn man hier sich entscheiden kann. Ich würde, glaube ich, die nehmen. Die habe ich noch nicht. Brauchst du das so nicht? So. Anhänger-Lama ist eigentlich ganz gut. Wenn man eben halt hier vielleicht ein bisschen Überleben dann hat, lohnt es sich auf jeden Fall. Geburtstags-Lamas, alle restlichen Tickets werden in die Sci-Fi-Lamas umgewandelt. Und wir haben heute tatsächlich nochmal einen neuen Shop. Wir haben die Holzhacke drin. Ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut. Hätte ich ja nicht empfohlen. Wandlichter sind auf jeden Fall nicht ganz, ganz schlecht. Wird sie auch direkt gegönnt, weil ich die noch nicht habe. Kann gute Fallentunnel bauen. Ja, der Rest ist gleich. Hier kann man notfalls nur nochmal Vorteil fix auffüllen. Dann wird sich nachher wahrscheinlich die linke Seite des Shops aktualisieren. Hier, ja genau, hier ist nichts anderes.
Also, ich würde mich freuen, wenn ihr nachher im Livestream da seid. Und ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo da lassen und ein Like da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem supporten. Und ihr verpasst dann auch keine Videos mehr. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann im Stream. Bis dahin. Ciao.